ersten Moment. Ich dachte, das ist mir ja wie auf den Leib geschrieben. Nee, in der Tat, also ich musste das Buch gar nicht lesen, weil ich kannte ja natürlich Fräulein Rottenmeier. Und hab gedacht, das geht gar nicht. Also ich kann, also gar nicht, weil ich, also ich war mir auch unsicher, ob ich das wirklich kann, aber das war so, einfach so eine große Rolle und Verantwortung für mich. Das war wie als hätte man mich gefragt, ob ich den Papst oder den lieben Gott spielen möchte. Also es war wie so eine Überfigur, die für mich als Kind so eine aufgeladene große Bedeutung hatte, dass ich ehrlich gesagt ein bisschen Zeit gebraucht habe, mich an den Gedanken zu gewöhnen, ich könnte das spielen. Und dann habe ich mit Alain später nochmal gesprochen, dem Regisseur, und dann habe ich das Buch nochmal gelesen und mich hat einfach das Drehbuch auch so berührt. Und dann habe ich gedacht, das traue ich mich jetzt einfach mal. ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe mich auch immer gefreut, wenn sie kommt. So wie man sich eben über den Bösewicht auch immer so ein bisschen freut, wenn irgendwie Hindernisse kommen, passieren. Ich glaube, Angst hatte ich nicht vor ihr. Natürlich nicht. Nein. Ich glaube, also ich hoffe, bei uns in unserer Gesellschaft gibt es hoffentlich keine Fräulein Rottenmeiers mehr und da sind wir hoffentlich schon viel, viel weiter. Und nee, es wäre ja eine schreckliche Vorstellung. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich finde, der Film ist in sich so rund. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und ich könnte gar nicht sagen, es gibt immer Szenen, über die ich mich freue, wenn sie kommen. Ich freue mich aber wahnsinnig auch über die Szenen, die einen so berühren. Also ich sitze auch gerne im Kino und weine und finde es schon, also wenn Heidi zurückkommt zum Großvater auf die Alm oder so, also das ist finde ich schon wunderschön, so einfach dieses, dass man da wirklich, also man wird wirklich so durch die Gefühle, man wird so mitgenommen von der Geschichte und das macht mir einfach große Freude.